Okay, man kann uns jetzt hören. Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu dem Match Kotegawa Yui gegen Kisan. Der Toni, ja, wird glaube ich nicht so spannend dieses Match, um ehrlich zu sein. Commentator vorglühen. ne. What the fuck? Pferdl hat vergeigt, ich nicht. Gusch, ich hab alles nur eingestellt, ganz normal. Folgt. Auf jeden Fall sind wir noch immer bei den Warm-Ups. Natürlich die spannendste Zeit. Ja, ich habe einen Wetterfrosch im Hals. Ja, also Sonne scheint trotzdem ein bisschen, könnte vielleicht regnerisch werden, so am Abend herum, aber man weiß ja nie. Ne? 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 Oh. Sibi ist auf jeden Fall ein Gem. Das? Bitte. Ihr redet eh normal. Ich schaue jetzt einfach, ich kann nichts machen in dem Tournament hier. Holy shit. Passt schon, ich mach Kommentaten allein. Ich kann ja mitkommentaten. Ich schaue halt streamen. Fuck. Ein bisschen klein lauter schalten. Okay. Also Yui hat nur immer die Combo, aber dafür mangelt sie ihm ein bisschen an Egg. Ivan bringt den Toni ums Eck. Ja, voll. Ich bin noch immer so tilt. Fuck it. Ich hab nichts falsch. Tja, Tadeus. Was für Sexisten, Alter, in welcher Welt bin ich Sexist? Ja, wirklich nicht. Pferde, du bist ruhig. Ey, nicht du, ja, danke, glaube ich aber auch. Sehen wir da ein FC? Warm-up FC? Was für Dad. Der Pferl ist eh schon dead inside. Das ist so eine Lüge. Warum habe ich sie von Ivan? Not bad. Aber Curiosity-Sieger ist trotzdem der Toni. Wen juckt Eck, wenn man hat? Wen juckt Eck, wenn man FC hat? Nein, no joke. Wen juckt Eck, wenn man FC hat? Wenn die Eck dann einen trotzdem schlagt, dann. Das wäre halt echt bitter, not gonna lie. Mir so denken, so fuck, Alter. So, jetzt kommen die Rolls. Ich bin Mod, kann ich Pferdl bannen. Liegt an dir? Nein. Also ich kann gerne gehen aus dem Discord. Ach so, und mich? Ja. Ach so. Hochverrat. Passiert. Oh, ich sehe den Chat nicht.
Ich weiß nicht, wer was rollt. Oh, mein ja, Gott. Hier. Ich sehe auch im Moment nichts. Einmal mit Profis. Ja, Alex, du bist halt einfach nicht da. Und das liegt's. Oh mein Gott. Es wird halt echt nichts angezeigt. Es ist noch immer so gay, dass ich nicht bekam. Ich glaube, ich starte mal den Client neu. Schauen wir mal. Ah, jetzt geht's. Wieso kann ich noch immer nichts anklicken? Das ist ja noch immer so gay. Das Schnecke. Oh mein Gott, bitte. Hidden 2. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon der erste Pick ist. Oder ob das der Ban ist. Es ist der Pick. Hidden 2, eher mittelmäßige Map zum Spielen. Kann spannend werden. Kann spannend werden, vor allem was wir jetzt im Warm-Up gesehen haben. Weil beide Spieler recht gut mit Hidden waren. Der Ivan mit einem FC und der Tony mit einer guten Accuracy. Es wird spannend. So, mal Frage in den Stream, von der Audio her sollte alles passen, oder? Die Accuracy ist auf beiden Seiten im Moment nur gleich. Kann sich aber jederzeit ändern. Ah, ein paar Hunderter vom Ivan. Aber es ist nur immer Kopf an Kopf und Ivan misst. Ist aber alles noch offen. Die Map ist 3,5 Minuten lang. Das heißt, der Ivan kann das nur locker einholen. Ah, und der Tony breakt. Kann nur spannend werden. Wenn der Ivan jetzt die Combo hält, dann holt er in Kürze auf. Ein kleiner Eggdrop vom Ivan. Und der Toni baut auch wieder langsam Combo auf. Ich weiß jetzt nicht, ob der Eggunterschied ein bisschen, ob der noch ausreicht für den Ivan. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Jetzt habe ich gerade ein Standbild, das ist nicht so super. So, jetzt. Der Ivan nur immer leicht hinten. Wenn der Toni misst, dann kann der Ivan leicht aufholen. Da macht der Accuracy-Unterschied auch keinen Unterschied mehr. 20.000 Punkte um den Daumen herum ist der Ivan hinten. Kann sich alles noch ändern. Zwei Drittel der Map ist vorbei.
Ivan muss auf jeden Fall Combo halten. Weil wenn der Ivan jetzt breakt, dann geht der erste Punkt an den Toni. Ah, leichter Accuracy Drop vom Ivan. Nur immer 20.000 Punkte hinten. Beide halten nur Combo, das ist wirklich, wirklich, wirklich spannend. Und Toni breakt! Aber der Ivan auch. Oh, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ah, 5000 Punkte. Ganz knapp 8000 Punkte gewinnt der Toni. 1-0. Der Ivan aber mit einem S-Rank. Stark. Accuracy hat ein bisschen gelitten beim Ivan, aber trotzdem starker S-Rank. Nächster Pick wird DT2 sein. Anscheinend kommt der Pferde mit dem Turner Klein nicht zurecht. Okay, möchtest du mich assistieren? Ja. Ferdinand, perfekt. Pack einfach die Tournament Config in den Ordner und restart den Client einfach mal. So, DT2 ist jetzt auf jeden Fall der nächste Pick vom Toni. Finger Control. Mal schauen, ob sie da der Ivan. Erster Miss vom Ivan beweisen kann. Es ist eine sehr, sehr kurze Map, das heißt, jeder Miss kann eigentlich entscheidend sein. Mit ein paar tricky Patterns. Wie zum Beispiel dieses hier. Und Finger Control ist auch drinnen. Die Accuracy leidet sehr beim Ivan und Ivan breakt. Der Toni dahingegen aber im Vergleich sehr konstant. Die Entscheidung war schon beim Pick. Die Entscheidung war beim Pick. Das stimmt. Sängern wir IFC von Toni. Hi. Aber die Struggles bei ihm, oder beziehungsweise die er zittert. Und da ist ein FC. Vom Toni, das ist jetzt 2-0. Stark. Aber 100% hätte man schon vom Toni erwartet. Aber wirklich, wirklich solide Leistung. Der Ivan struggelt ein bisschen mit DT und hat da auch ein wenig Schwierigkeiten gehabt. Hidden 3 ist der nächste Pick. Hidden 3, das war die. Welche nochmal? Ich hab das Sheet nicht offen. Die Over the Top. 3D, etwas lore AR. Mit aber 8,5 glaube ich, oder? Ist das die? Ja. Genau, 8,5. AR 8 ist Gott sei Dank nicht dabei. ...202 BPM, mal schauen, wie sie da der Ivan schlägt.
Hey, 225 BPM beim letzten Pick von Tony, die waren nicht so frisch für ihn. Oh, alles leider mit 100 dann beim Ivan. Und schon die ersten Misses. Ivan A sehr am Shaken. Ja, über Slider Accuracy braucht man nicht zu reden. Das ist natürlich eine große Umstellung. Ui. Ein paar Misses hintereinander. Ich weiß nicht, wie gut er Hidden spielen kann. Naja, wir haben es ja bei seinem ersten Pick gesehen. Er hat ja Hidden 2 Picked gehabt und hat einen S-Rank gehabt. Wengerl Low Accuracy, aber dafür immerhin ein S-Rank und es war wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber ich glaube, High BPM scheint nicht so ein Ivan seine Stärke zu sein. Kryptos Maximus und der Kardinal, danke. Oh, Break vom Tony, aber der Ivan breakt wieder und ja, fast ein Dreiviertel der Map ist schon weg. Glaubt, es wird ein 3-0. Ja, wie scheint schon. Beim Pferd funktioniert es, ja Gott sei Dank. Aber mach weiter. Okay. Finally! Finally, es wurde gelöst. Du hattest nur 20 Minuten, überhaupt? 23 Minuten Verspätung, congrats. Passiert, Dori. Was war das? Warte, wie viel steht? Die Einstellungen. Warte, wie viel steht's überhaupt? Momentan 3-0 und ein S-Rank vom Tony. Ich sehe es. In der Tat. Stark. Ja, dicht. Zu dicht. Oh. Die Map ist irgendwas. Die ist auch irgendwas. Das ist der Alex sagt Hallo Ferl. Hallo Alex! Komm. DT3. Nach dem, was wir vorhin gerade gesehen haben, ist Ivan nicht so wirklich gut auf DT. Weiß ich nicht, ob 204 BPM jetzt für ihn angenehmer sind. Das ist eher so die Jump-DT-Map. Vielleicht ist es da ein bisschen leichter für ihn. Sind eh nur 50 Sekunden. Eines geht sich aus. So ist ein Alex nicht so anschreien. So, okay, Entschuldigung, Alex. Hase. Hey, Bunny. Bunny ist lustig. Hi, Ivan schon mit den ersten Misses. Ja, seine Shakes sind aber auch. Weil dein Tony noch, dass er sie hält. Die Nerfs gehen ein wenig mit dem Ivan durch. Ja. Passiert halt. Aber hier gibt's ein Bestes. Ivan schon mit durchgehenden Breaks. Weil den Tony einfach nur speed und sich denkt so, ja, was mache ich am besten? Ist das ein Underage Anime Girl im Background? Muss kurz abschauen. Fragen Underage, der kennt sie da besser. Das ist die von. Denk, das ist. Das ist Flandere? Ja, ist es ja, das ist Flandere, denke ich. Ich zitiere aus dem Toro-Wiki. Circa 495 Jahre. Passt. Wollen wir gerade nur mal kurz festhalten, dass der Tony schon wieder FC hat. Und das mit einer sehr, sehr soliden Egg. Das ist der Ton. Ja. Ja, stark. 200er ist. Er hat 200er stark gemacht. Hammer Leistung vom Tony. Und wir sind beim Matchpoint. 4-0. Ja, Ivan, nimm eine Banger-Map. Ja! Ja! No Mod 4 Swan Banger-Song!
Nomad 4 Loser. Hm. Nomad 4 ist halt so ein Banger. Stimmt. Man kann halt so Fetch miss so leicht. Aber das Lied ist ein Banger. Viele Slider, wo ich mir denke, yo. Das stimmt, aber es ist ja die längste Map im Pool, abgesehen jetzt vom Tiebreaker. Ja, okay, ja. Abgesehen davon. Ja, der Tiebreaker ist immer die längste Map. Logisch. Und der Background, der Gaikani. Ja, da haben wir schon das letzte Mal, als wir kommentiert haben, haben wir schon geschwärmt davon. Nicht nur wir. Frag mich, wer das eigentlich ist. Ist so ein guter Background. Ivan mit dem Escape. Beide mit einem Accuracy Drop. Irgendwie. Weil Ivan sogar eine bessere Accuracy hat im Moment. Ja, und schon und da ist der Break. Commentator Curse. Passiert halt. Ist jetzt auch Tony Kombia, Kombo auf und Ivan breakt einfach zum zweiten Mal. Aber Ivan könnte es vielleicht gewinnen. Irgendwie. Die Map ist noch sehr, sehr lange. Es heißt, es ist noch sehr viel offen. Der Ivan baut jetzt auch wieder Kombo auf. Das heißt, wenn er noch Combo hält, dann könnte das noch was werden. Und wenn er seine Egg noch bessert. Und wenn Tony breakt. Und komplett einfach sein Tablet und seine Tastatur wegwirft, dann könnte ich ihn gewinnen. Tony mit der Hervorhebung von seiner Präzision. Und Ivan will einfach nur flüchten. Und Ivan breakt. Kann es ihm aber auch nicht mal übel nehmen. Zumindest spielt er es. Ja, stimmt. Tony ist noch immer am F7. Mal schauen, ob er das beibehalten kann, aber ich glaube, es ist schon so gut wie entschieden. Vor allem, da Ivan jetzt nur mal gebreakt hat. Wie gesagt, die erste Runde ist einfach nur so, ja, wir wissen alle, wer reinkommt, wer gewinnt. Also ich bin eher hyped auf die zweite Runde, weil da kann es wirklich spannend werden. Tony ist halt noch immer mehr F-Steen. Er spielt einfach die Map einfach so ganz normal, so als wäre es einfach nicht für ihn. Und Ivan? Er schlägt sich sehr gut. Ivan schlägt sich wirklich sehr, sehr gut gegen Tony, das stimmt. Vor allem der erste Hidden Pick, der war, das war ein richtiges Kopf an Kopf rein. Wirklich? Das habe ich heute nicht gesehen. Hahaha. Tournament Client lässt grüßen. Na, wie hoch war die Punktedifferenz von. Also zum Schluss ist wirklich nur noch hin und her gegangen. Ah. Und ich glaube, am Ende war Punktedifferenz, ich glaube, 4000 oder 7000. Ah, belastend. Da waren es auch 8000 waren es. Also unter 10.000. Unter 10.000 auf jeden Fall, ja. Ja, deutlicher Sieg für Tony. Aber die einzige Frage, die jetzt noch bleibt, FC Tony. Er könnte es FC'en oder macht einfach einen Signature Miss. Und denkt sich so, ja, ich hab's nicht FC'en. So Pog. Sieht eigentlich nach einem klaren Sieg aus. Jupp. Sowieso. Wir haben nachher das letzte Match für diese Runde. Das letzte. Warte, ja. Wer spielt überhaupt eigentlich? In der letzten Runde. Todoroki gegen ein Marco. Oh, Bruder! Soll sich gönnen. Warte, schau mal bei Renato gegen Leish.
Gut. Wow, was sehe ich da? So, währenddessen hatten Leish und Trinari noch Match. Genau, wollen wir da reinschauen? Ja, schauen wir mal da an.